Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es um einen Fall, der noch nicht bei Aktenzeichen XY dargestellt wurde. Dieser Fall wurde mir von jemandem aus der Community vorgeschlagen wurde. Da ich jetzt nicht weiß, ob sein Name unbedingt genannt werden soll oder nicht, lasse ich es jetzt erstmal, melde ich mal, ich kann gerne nochmal auf dich verweisen und darüber informieren, dass du mir diesen sehr interessanten Fall zugeschickt hast, von dem ich tatsächlich noch nichts gehört habe. Bezüglich der Darstellung des Falls beziehe ich mich zum größten Teil auf einen Artikel von der Berliner Zeitung vom 18.09.2021. Der Fall an sich ist allerdings deutlich älter. Und zwar wird seit Sonntag, dem 8. Mai 2005, der 49-jährige Alexander Luchterhand aus Berlin-Lichtenberg vermisst. Man geht davon aus, dass er Opfer eines Verbrechens wurde. Er wohnte im 23. Stock eines Hochhauses in Lichtenberg am Anton-Sewkow-Platz. Dort hörte er jahrelang den Polizeifunk ab und informierte dann umgehend zum Beispiel Polizeireporter von Zeitungen wie der Berliner Zeitung über die neuesten Überfälle oder andere Aktionen, zu denen sie dann sofort fahren konnten und darüber berichten konnten. In dem Artikel von der Berliner Zeitung vom 18. September 2021 wird der Erfolg beschrieben. Er war der Beste in seinem Geschäft. Eine schillernde Figur, von der die Medien profitierten. Und Hauptperson eben eines der mysteriösesten Kriminalfälle, die noch immer ungelöst sind. Wie schon gesagt, Alexander Luchterhand hörte den Polizeifunk ab und damit verdiente er sein Geld. Alex, wie ihn alle nannten, wohnte in der obersten Etage, also muss das Objekt dann tatsächlich nur 23 Etagen gehabt haben, in dem er wohnte. Und auf dem Dach hatte er eine 8 Meter hohe Antenne. In seiner Wohnung Funkscanner, die Frequenzen nach laufenden Gesprächen von Polizisten und Feuerwehrleuten absuchten. Alex bekam alles mit. Sogar den Fährverkehr von Warnemünde hörte er, wenn er sich mal entspannen wollte, schrieb man in der Berliner Zeitung. Sein Job war stressig. Wurde im Funk zum Beispiel ein Überfall gemeldet, dann rief er in den Redaktionen an, die ihn bezahlten. Somit konnten die Reporter dann sofort loslegen und zum Tatort fahren. Er blieb dann dran und wusste dann auch aus dem Funkverkehr, der Polizei zum Beispiel, wo sich zum Beispiel dann gerade ein Fluchtauto befand. Und die Berliner Zeitung konnte dann eine detaillierte Karte zur Verfolgungsjagd drucken. Also im Prinzip ein optimales Geschäft. Aber natürlich illegal, da Privatpersonen und auch Zeitungsredakteure natürlich keinen Polizeifunk oder Feuerwehrfunk abhören dürfen. So, da muss ich mal ganz kurz was Privates einwerfen. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, so in den 70er Jahren konnte man den Polizeifunk immer noch sehr, sehr leicht abhören. Wir hatten zum Beispiel zu Hause dann auch einen ganz normalen Radio. Ich weiß nicht, was daran gemacht wurde, aber da war dann auch nochmal so eine Art extra Antenne, das war im Prinzip nur so ein Kabel oder wie auch immer, was da dran hing oder dran befestigt war, und darüber konnte dann auch der Polizeifunk empfangen werden. Also es kam schon mal vor, dass man dann abends, wenn irgendwie nichts los war im Fernsehen, dass wir uns dann den Polizeifunk angehört haben und mal geguckt haben, was ist denn da los? War dann teilweise sogar besser als jeder normale Krimi, der dann im Fernsehen lief. Das aber nur mal so nebenbei. Also es war früher schon gang und gäbe, dass man das machen konnte. Also sehr einfach, wohl technisch möglich. Alex war laut Polizeibeschreibung 49 Jahre alt, hatte blaugrüne Augen, war 1,85 Meter groß und hatte lückenhafte Zähne. Sein Honorar, wenn er diese Information gegeben hatte, ließ er sich immer in bar auszahlen. Ein Bankkonto hatte er nicht, weil er glaubte, man spioniere ihn aus.
Gemeldet war er auch nicht in Lichtenberg, sondern bei einem Bekannten in Pankow. Seine Post ging dann noch an eine dritte Adresse. Und 3 Tage vor seinem Verschwinden legte er im polnischen Kamienna Gora die Fahrerlaubnisprüfung ab. Also dann hat er in Polen kurz vorher noch seinen Führerschein gemacht. Er hatte nämlich keinen deutschen Führerschein, wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen. Alex ist selber nach Polen gefahren mit einem Mercedes Coupé, was ich euch jetzt auch nochmal darstelle. Dieses Auto ist nämlich auch verschwunden. Und dessen Halter war dann ein ehemaliger Stasi-Mann. Also man kann schon mal sagen, eine sehr interessante Persönlichkeit. Und er sagte dem Polizeireporter nie, warum er so konspirativ lebte. Andererseits, so steht es in dem Bericht der Berliner Zeitung, brauchte auch seine Seele wohl Betreuung. Und manchmal stellte er den Reportern der Zeitung in der Kneipe eine neue Frau vor. Und sie kamen alle aus der Ukraine, aus Weißrussland oder Russland. Sie wurden ihm dort vermittelt über seine russischen Freunde. Manche sagen, diese Freunde, das war eher eine Art Schleusermafia. Zudem ließ sich Alex von einem Bodyguard beschützen, von Aljoscha, nachdem er 1997 schon mal gekidnappt und bedroht worden war. Damals ging es um Schulden für ein Bordell, das er mit einem Türken betrieb. Also wirklich sehr, sehr interessante Lebensgeschichte von dem guten Mann. Wenn man sich mit ihm in den Kneipen traf, soll er wohl stets immer selber bezahlt haben und zog dabei dicke Geldbündel aus der Tasche. In seinem Bettkasten fand die Polizei dann später auch 70.000 Euro. Aber so viel konnte er nicht allein mit Tipps an Medien verdient haben. Er hatte wohl alle möglichen Geschäfte am Laufen. Mal wollte er eine Kontaktbörse für deutsche Männer und russische Frauen gründen. Dann wollte er ins Versicherungsgeschäft einsteigen. Mit einem russischen Atomwissenschaftler wollte er in ein Patent zur Energiegewinnung investieren. Einmal wollte er einen Film teuer verkaufen, der angeblich einen deutschen Promi beim Koksen mit russischen Damen aus dem Rotlichtmilieu zeigte und mit einer Knopflochkamera aufgenommen war. Und er redete immer laut und viel und beim dritten Mai Tai auch von seinem Ausstieg, dass er sich dann in Polen niederlassen wollte oder in Südamerika. Mai Tai ist übrigens ein Cocktail. Schmeckt auch gar nicht mal schlecht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Am 8. Mai 2005 verschwand Alexander Luchterhand dann. Gegen 18.30 Uhr meldete er sich bei den Redakteuren von der Berliner Zeitung ab, da er sich in Neukölln mit jemandem treffen wollte. Wahrscheinlich wieder an einer Currywurstbude, wo er Stammkunde war. Dort kam er dann aber nie an. Wenn man ihn dann später versuchte, auf dem Handy anzurufen, wurde man weggedrückt. Um 23.30 Uhr war das Telefon dann aus. Seine Bekannten, einige Fotografen und Journalisten, waren besorgt. Ein Kollege sieht in der Nacht zum 11. Mai in der Wohnung von Alex Licht. Aber das Telefon von Alex ist aus. In derselben Nacht hört eine Nachbarin ein Poltern aus der Wohnung. Am 12. Mai fahren seine Freunde zum Flughafen Schönefeld. Alex wollte um 11.40 Uhr nach Minsk fliegen, zu einer Partnervermittlung. Aber er ist nicht da. Die Polizei informieren wollten die Bekannten noch nicht, weil dann herauskommen würde, dass er den Polizeifunk abhörte und damit einen Teil seines Lebensunterhalts verdiente. Und das war ja illegal. Sie fahren dann nach Lichtenberg zu seiner Wohnung. Alex war immer sehr um seine Sicherheit bedacht. Er schloss sogar seine Wohnung ab, wenn er den Müll rausbrachte. Seine Tür hatte 4 Schlösser und einen Querriegel. Da die Freunde Angst hatten, dass er eventuell hilflos in der Wohnung liegt, weil die Tür wohl auch nicht richtig verschlossen war, kletterten sie über den Balkon der Nachbarin und öffneten von außen die Tür. Also wahrscheinlich die Balkontür, gehe ich mal von aus. Die Scanner waren an, also konnte Alex nicht verreist sein. Und auch seine Zahnbürste war da. Schließlich erstattete dann Bernd, ein alter Knastkumpel,
am 16. Mai um 22 Uhr Vermisstenanzeige. Er kannte Alex aus dem Gefängnis, wo dieser in den frühen 90ern wegen Raubes saß. Weil die Umstände seines Verschwindens so seltsam waren, begann sofort eine Mordkommission des LKA zu ermitteln. Alexander Luchterhand wurde dann zu einer Vorgangsnummer. Und unter dieser Nummer füllten die Ermittler dann in den nächsten Monaten 9 dicke Aktenordner. Ein Bekannter von Alex erzählte dann den Ermittlern, dass dieser Geschäfte machte, von denen er lieber nichts wissen will. Er sagte auch, dass eine der Personen, zu denen er Kontakt hatte, ein gewisser Aljoscha aus der Ukraine war, den er mal zu einem Trinkabend mitgebracht habe. Dieser sei etwa 1,80 Meter groß, kurze Haare, ungepflegtes Äußeres. Die Polizisten redeten auch mit Alex Knastkumpel Bernd. Wenn der 53-Jährige spricht, riecht der Raum nach Schnaps. Er gab den Polizisten ein Foto, das Aljoscha zeigte. Alex habe ihm gesagt, dass er Schwierigkeiten habe und er soll das Foto der Polizei geben, falls ihm was passieren sollte. Ein anderer Bekannter ist in der Vernehmung ebenfalls nicht gut, auf diesen Aljoscha zu sprechen. Er war Alkoholiker, ständig bekifft und übernachtete oft bei Alex. Einmal seien dabei 15.000 oder 20.000 Euro aus der Wohnung verschwunden. Seitdem sei das Verhältnis zwischen Alex und Aljoscha gestört. In der Wohnung von Alex entdeckt die Spurensicherung Handschuhspuren. Jemand muss die Wohnung durchsucht haben, was das eingeschaltete Licht dann auch erklären würde. Die Polizei entdeckte ein Notizbuch mit Telefonnummern, unter anderem von Aljoscha, der sich auch Sergej nannte, aber eigentlich Arthur heißt, wie später herauskommt. Die Ermittler bekommen richterliche Abhörbeschlüsse für die Telefonnummern. Sie hören auch die Fotoreporter ab, mit denen Alex zu tun hatte. Die Mordkommission erwirkt auch Beschlüsse, um die letzten Telefonkontakte von Alex zu ermitteln. Am 22. Mai führt die Polizei dann Befragungen in dem Haus durch, in dem Alex zuletzt gelebt hat und aus dem er verschwand. Da gibt dann eine 19-Jährige zu Protokoll, dass sie ihn am Pfingstmontag, dem 16. Mai, gesehen habe. Er sei ihr aus dem Fahrstuhl entgegengekommen und habe eine blaue Lederjacke getragen. Dazu trug er noch eine blaue Jeans und seine spitzen Stiefel, so wie immer. Die junge Frau war sich sicher, sich nicht im Datum zu irren, weil sie an dem Tag mit ihren Eltern aus dem Garten zurückkam. Sie vermutete, dass Alex Stress hatte und untergetaucht sei und dann in seine Wohnung gegangen sei, um Klamotten zu holen. Auch ein 72-jähriger Rentner, ein promovierter Atomphysiker, der bis 1979 in Hamburg eine wichtige Quelle für die DDR-Stasi war und direkt unter Alex wohnte, will Alex eine Woche nach seinem Verschwinden getroffen haben, am Hinterausgang. Er hatte eine Art Reisetasche in der Hand, so dass ich den Eindruck gewann, dass er verreisen wollte, sagte er. Sonst wirkte er eher arrogant und so wunderte ich mich, dass er mich überhaupt mit Hallöchen begrüßte. Als dann später noch Gespräche mit dem Rentner geführt wurden, ich vermute jetzt mal von dem Reporter der Berliner Zeitung, weil das ist jetzt hier nicht genau definiert, sagte der, dass Alex dann Tag und Nacht Polizeifunk gehört hatte und seine Antennen waren immer nach Osten ausgerichtet. Und er glaube, dass er auch anderen diente, irgendeinem Geheimdienst im Osten vielleicht. Der Rentner und die 19-Jährigen blieben die einzigen, die Alex gesehen haben wollen. Am 24. Mai findet eine Funkstreife den Mercedes von Alex. Er parkte auf dem Mittelstreifen der August-Lindemann-Straße nahe dem S-Bahnhof Storkower Straße, gegenüber dem Pausenraum einer Plus-Filiale. Aber niemand hat gesehen, wie das Auto dorthin kam. Die Polizisten vernehmen immer mehr Leute, die mit Alex Geschäfte machten. Etwa ein Bankberater, der 5 Millionen Euro Kredit gegeben haben soll für eine Firma, von der Alex Kumpel Bernd träumte.
ein Postversandunternehmen. Der Banker hatte den Eindruck, dass zwischen Bernd und Alex, der bei dem Gespräch dabei war, ein enges Vertrauensverhältnis herrschte. Die Ermittler sprachen auch mit dem Inhaber eines Neuköllner Imbisses, bei dem Alex einkehrte. Er war Pole und vermittelte ihm die Fahrschule in Kamienna Gora, bei der er dann ein paar Tage vorher noch seinen Führerschein gemacht hat. Bei einer Bank in derselben Stadt wollte Alex auch sein ganzes Bargeld anlegen. Am 30. Mai meldete sich dann einer seiner Geschäftspartner bei den Ermittlern. Er kennt jenen ominösen Aljoscha, sagte er, und berichtete von einer Frau aus Potsdam, bei der dieser oft übernachtet habe. Als er sie einmal nach ihm fragte, sagte sie, der ist weg. Die haben den Alex getötet. Die Ermittler vermuten, dass Aljoscha zusammen mit Komplizen Alex tötete und aus seiner Wohnung mindestens 200.000 Euro raubte. Am 2. Juni stoppte ein Spezialeinsatzkommando in der Nähe des Fernsehturms ein Suzuki und zerrte Aljoscha aus dem Wagen. Die Polizei ermittelt dann, dass er polnische Personalien auf den Namen Arthur hat. Sie glauben aber, dass er aus der Ukraine stammt. In der Vernehmung bestreitet er den Tatvorwurf und bezeichnet Alex als seinen besten Freund. Als er in seine Zelle zurückgeführt wird, dreht er sich um und sagt grinsend, Alex ist nicht tot. Der ist schlauer als wir alle. Ein Richter erlässt aber Haftbefehl gegen ihn. Aber er kommt bald frei. Aljoscha bzw. Sergej bzw. Arthur hat ein Alibi. Zur angenommenen Tatzeit grillte er mit Freunden. Alle Vorwürfe stürzten sich nur auf Indizien. Und das Motiv, kein eigenes Einkommen, reicht nicht. Schon länger machte das Gerücht die Runde, dass Alex sein Geld nicht nur als Informant für Medien verdiente, sondern auch als Informant für die Polizei. Sie wusste wohl, dass er den Funk abhörte. Das fand dann auch Aljoschas Anwalt recht ungewöhnlich. Der Bernd, der beste Kumpel von Alex, kann sich vorstellen, dass Alex noch für Dritte arbeitete. Gangster hätten ihn mieten können, wenn sie wissen wollen, wo die Polizei ist. Auch seien Alt-Knastfreunde, die 2003 in Sachsen-Anhalt ein Geldtransport überfielen, kurz darauf verhaftet worden. Vielleicht hat Alex sie verpfiffen. Ist er etwa im Zeugenschutzprogramm? Inzwischen wundert mich überhaupt nichts mehr, sagte in dem Jahr einer der Ermittler. Dass Alex getötet wurde, halten die Kripo-Ermittler hingegen für wahrscheinlicher. Nach Auswertung der Handydaten glauben sie, dass Alex im Büro von Bernd in der Kreuzberger Eisenbahnstraße war. Über die Versandfirma wollten sie dort zusammen mit Viktor, einem Bekannten Aljoscha, Sprachlernkassetten, Englisch-Russisch, nach Russland verkaufen und damit 512.000 Dollar verdienen. Die Telefonauswertung ergab auch, dass Viktor in dem Bereich der Funkzelle war. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei eine Gesichtsmaske, eine Schreckschusspistole und 500 Gramm Plastiksprengstoff, den Viktor angeblich zum Fischen braucht. Viktor kannte Bernd angeblich nicht, obwohl sein Handy ständig Kontakt zu dessen Handy hatte. Viktor, der mehrere Alias-Personalien hatte, wurde wegen Verstoßes gegen das Ausländergesetz festgenommen. Er und Bernd waren also verdächtig. Im Juli wird dann Bernd verhaftet. Der Vorwurf? Am 8. Mai habe er Luchterhand in sein Büro in der Eisenbahnstraße gelockt. Dort sei er dann gegen 18.40 Uhr von Viktor getötet worden. In der Nacht vom 10. zum 11. Mai durchsuchten sie dann Alex Wohnung. Obwohl sie 70.000 Euro, die versteckt waren, übersahen. Die erste Polizei fand, nahmen sie mindestens 200.000 Euro mit, die Alex dann eigentlich in Polen anlegen wollte. Das angebliche vom Motiv soll gewesen sein, Alex soll gedroht haben,
aus dem gemeinsamen Projekt des Postverteilungsdienstes auszusteigen. Doch das lässt sich gerichtsfest nicht belegen. Bernd wird dann fast 3 Monate später aus der Untersuchungshaft entlassen. Viktor wird in die Ukraine abgeschoben. Wieder stützt sich der Haftbefehl nur auf Indizien. Die Telefonauswertung ist ungenau, weil sich ein Handy nicht unbedingt am nächsten Funkmast einloggen muss und es in dem dicht besiedelten Gebiet mehrere Funkzellen gibt. Außerdem machte der Anwalt auf einen weiteren Umstand aufmerksam. Alex' Telefon war zur angeblichen Tatzeit um 18.40 Uhr nicht bei Bernd in Kreuzberg, sondern in einer Funkzelle in Lichtenberg eingeloggt. Im Auftrag, den Haftbefehl aufzuheben, dem das Landgericht dann folgte, schreibt der Anwalt von Bernd: Alexander Luchterhand war sowohl materiell als auch persönlich in der Lage, von einem Tag auf den anderen sein bisheriges Leben aufzugeben und in ein anderes Land zu reisen und sich dort zurechtzufinden. Es ist daher äußerst fraglich, ob es überhaupt zu einem Kapitalverbrechen gekommen ist. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung sagte der Anwalt dann später: Die Polizei hat sich die bequemsten Opfer ausgesucht. Bei jemandem, der lange Vorstrafen hat, ist es leichter zu rechtfertigen, ihn zu inhaftieren. Vielleicht verprasst Alex sein Geld in der Karibik oder in Polen. Vielleicht wurde er von alten Knastbrüdern im Brandenburger Wald verscharrt oder von der Russenmafia in einen Brückenpfeiler einbetoniert. Bernd ist inzwischen gestorben. Der damalige Chef der Mordkommission möchte nicht über den Fall reden. Er will ihn auch nicht mal lösen, denn er ist vor kurzem in Pension gegangen. Was jetzt noch in diesem Bericht von der Berliner Zeitung zu dem Fall fehlte, ist Folgendes, und zwar geht es noch um ein rotes Klappsofa. Und zwar wurde im Rahmen der Ermittlungen bekannt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein rotes Sofa im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt steht. Hierbei handelte es sich um ein neuwertiges Klapp-Liegesofa mit Metallrahmen und Metallarmlehnen und einer roten Funktorauflage. Dieses Sofa, welches erst kurz vor dem 8. Mai 2005, also vor dem Verschwinden, gekauft worden war, wurde nach der Tat auf bisher unbekannte Art beiseite geschafft und konnte bislang nicht gefunden werden. Davon seht ihr übrigens gerade auch ein Foto von dem Sofa. So, das war's jetzt erstmal zu dem Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt, glaube ich, 160 oder 170 Videos gemacht. Und bisher hatte ich noch nicht einen so verworrenen und unklaren Fall. Also da gibt es ja Möglichkeiten ohne Ende, was mit ihm passiert sein könnte. Der Alex war auf so vielen Ebenen aktiv. Er hat Informationen an Reporter gegeben. Er soll teilweise mit der Polizei zusammengearbeitet haben. Es kann sein, dass er ehemalige Knastbrüder aufgrund seiner Polizeiabhöraktionen oder wie auch immer verpfiffen hat. Es kann sein, dass er mit Geheimdiensten zusammengearbeitet hat. Er hatte wohl ein kriminelles Umfeld. Also das ist ein Fall, wo ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, nee, da kann ich nicht spekulieren. Klar, auf der einen Seite kann es sein, dass man ihn um die Ecke gebracht hat, was Sinn macht. Aber es gibt ja wohl anscheinend keine Spuren. Aber angeblich, das habe ich jetzt in dem bisherigen Video noch nicht erwähnt, soll wohl eine Nachbarin oder Nachbarn da wohl poltern in der Wohnung gehört haben. Aber andererseits kann es auch sein, dass ihm vielleicht irgendwas zu heiß wurde und er einfach sein Geld zusammengerafft hat und abgehauen ist. Na gut, wenn man dann aber guckt, 200.000 Euro ist, wenn man abhaut, jetzt nicht wirklich die Welt. Da kommst du nicht lange mit klar, es sei denn, du hast schon sehr, sehr viel vorgeplant. Oder, was man natürlich auch nochmal bedenken muss, wenn er da 70.000 Euro vergessen hat, die Polizei gefunden hat, also da nimmst du schon alles Geld mit, ne? Würde ich mal sagen.
Also von daher besteht doch durchaus schon die Möglichkeit, dass ihm da was passiert ist. Aber ich glaube, die Leute, die daran beteiligt waren, die sind schon recht speziell und wissen schon, wie man sowas anstellt, ohne dass einem die Polizei da auf die Schliche kommt. Und um auf das Geld nochmal zurückzukommen, selbst wenn er jetzt mit 200.000 Euro abgehauen wäre, gehen wir mal nur von dieser Summe aus. Und von meiner Erfahrung aus hier in Thailand, wenn du da mit 200.000 Euro angejuckelt kommst, klar, damit kommst du erstmal ein bisschen klar, aber das ist auch nicht für ewig. Also im kleinen Stil kannst du da einige Jahre von leben, aber nee, das halte ich für unrealistisch, mit 200 oder so viel 1.000 Euro abgehauen zu sein und sich dann irgendwo ein neues Leben aufzubauen. Das funktioniert nicht. Und Polen oder wie auch immer, wo er viele Kontakte hin hatte. Ich denke mal, da hätten ihn seine Freunde auch aufgespürt. Jetzt würde mich mal interessieren, wer von euch kennt denn sonst noch diesen Fall? Also, man hatte, wie ich schon sagte, man hatte mir den geschickt. Ich habe einmal kurz drüber geguckt. Ich dachte, wow, noch nie was von gehört und ist ein absolut crazy Fall. Deswegen habe ich den jetzt hier auch gleich bearbeitet und das Video dazu gemacht. Schreibt mir aber mal in die Kommentare, kennt ihr den Fall? Was habt ihr für Gedanken zu diesem Fall? Das würde mich jetzt in diesem Fall wie erstmal brennend interessieren. Guti, das soll es dann jetzt erstmal gewesen sein für heute. Bedanke mich mal wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen oder wie auch immer ihr die Videos konsumiert. Passt auf euch auf und das nächste Video kommt bestimmt. Ich werde jetzt allerdings, so wie es aussieht, ein bisschen die Upload-Daten ändern. Bisher war es ja eigentlich immer so Sonntag, Dienstag, Donnerstag. Also beim Sonntag bleibt es auf jeden Fall. Und dann wird es wahrscheinlich die Verschiebung geben von Dienstag auf Mittwoch und von Donnerstag auf Freitag. Weil ich habe irgendwie im Gefühl, so am Sonntag und am Freitag sind mehr Leute von euch online. Gucken mehr YouTube, so dass ich da, dass es dann einfach mehr Sinn macht, dann die Videos hochzuladen. Ja, und natürlich bleibt da noch einmal ein Video in der Woche. Das wird dann halt dementsprechend immer am Mittwoch kommen. Okay, jetzt mache ich aber endgültig Schluss. Bis dann erstmal. Tschüssi.